Hi, ich bin Vicky von My Junior und heute geht es im Ratgeber um Abgase und Kinder im Kinderwagen. Ich erkläre euch, warum Abgase für Kinder besonders gefährlich sind und wie ihr euer kleines Glück schützen könnt. Gerade wenn ihr in der Stadt lebt oder oft an vielbefahrenen Straßen unterwegs seid, sind eure Kinder besonders gefährdet. Abgase sind unglaublich schädlich und je näher man am Auto dran ist, desto schädlicher sind sie natürlich. Das hat eine englische Studie jetzt ergeben. Die zeigt nämlich, dass wir Erwachsenen, weil wir größer sind, nicht so viele schädliche Abgase an einer Straße abbekommen wie die Kinder, die im Kinderwagen ja deutlich niedriger sitzen. Und das ist wirklich richtig gefährlich für eure Kinder, denn Kinder haben noch nicht so weit ausgeprägte Atemwege wie wir. Also die sind noch nicht so weit entwickelt. Das heißt, sie sind viel anfälliger für Lungenkrankheiten, Atemwegserkrankungen, aber auch Allergien können dadurch bestärkt werden und dadurch entstehen. Also Abgase sind super, super schädlich für eure Babys und deshalb ist es wichtig, Kinder da möglichst fern von zu halten. Manchmal geht es aber nicht anders. Vielleicht wohnt ihr ausgerechnet in einem Haus, wo ihr immer an einer vielbefahrenen Straße entlang gehen müsst oder es lässt sich mal nicht eine andere Route planen und es geht halt einfach mal nicht anders. Die Wissenschaftler der englischen Studie haben aber auch herausgefunden, wie man Kinder schützen kann. Also es gibt da Möglichkeiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ihr an einer vielbefahrenen Straße unterwegs seid und ihr seht schon, oh Gott, das Kind kriegt jetzt viel zu viele Abgase ab, dann macht euch kurz die Mühe und nehmt ein Regenverdeck. Das könnt ihr, auch wenn es nicht regnet, einfach kurz über den Kinderwagen spannen. Und die Studie hat tatsächlich ergeben, dass euer kleines Glück so geschützter ist und so deutlich weniger Abgase abbekommt. Die Regenverdecks sind ja bei unseren Kinderwagen immer direkt mit dabei. Die sind aber auch natürlich überall käuflich zu erwerben. So könnt ihr euer Kind nochmal zusätzlich schützen. Ein weiterer Punkt, wie Kinder geschützt werden können, ist die Sitzhöhe. Das hat die Studie auch ergeben. Je höher die Kinder sitzen, desto weniger Abgase kriegen sie ab. Die meisten Kinderwagenmodelle haben eine relativ niedrige Sitzhöhe. Das heißt, die Kinder sind dann relativ nah wieder an den Abgasen dran. Wir werben ja mit unserer sogenannten Tischkantenhöhe. Also wenn ihr mit dem Sportsitz unterwegs seid von unseren Kinderwagen, ist er deutlich höher als die meisten anderen Kinderwagenmodelle. Ihr könnt ihn als Hochstuhl benutzen, aber die Kinder kriegen eben in unseren Kinderwagen, das hat diese Studie ergeben, auch deutlich weniger Abgase ab und das schützt ihre Gesundheit am Ende. Also mit unseren Kinderwagen könnt ihr da nichts falsch machen, die schützen tatsächlich vor Abgasen und wenn ihr euch ganz unsicher seid und auf Nummer sicher gehen wollt, macht noch ein Regenfahrdeck drüber und im besten Fall plant ihr Routen ein, die nicht an einer vielbefahrenen Straße entlang führen. Eine erhöhte Sitzposition wie bei den My Junior Kinderwagen, ein Regenverdeck und eine gute Routenplanung helfen deinem Baby dabei, nicht so viele schädliche Abgase abzubekommen. Also du kannst aktiv dein Kind vor den schädlichen Abgasen des Straßenverkehrs schützen. Ich hoffe, ihr konntet hier heute einiges mitnehmen. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und hinterlasst ein Like.